Die sehen auf den ersten Blick ein bisschen unspektakulär aus, sind wahrscheinlich geschichtlich die heftigsten Pfeile von allen. Das sind tatsächlich Menschenpfeile. Soll ich euch mal zeigen, was ich aus Papua mitgebracht habe? Interessiert euch das? Soll ich euch das mal zeigen und vorstellen? Ihr seht ja schon einiges im Hintergrund. Aber ich kann zu vielen Sachen ein bisschen was erzählen, wenn euch das interessiert. Und okay, können wir machen. Also ich zeige euch die Sachen nach und nach, die ich mitgebracht habe und was es damit auf sich hat und was für Geschichten ich dazu euch erzählen kann. Ich bin tatsächlich sonst nie der Typ, der sich irgendwie was mitbringt, sage ich mal so souvenirmäßig, so, weil ich irgendwelche Touri-Souvenirläden natürlich hasse. Aber das, was ich euch jetzt zeige, ist bis auf eine Sache komplett aus dem Dschungel. Ne? Das ist kein Souvenirshop oder sonst was, sondern es ist halt wirklich aus dem Dschungel von einheimischen Völkern und deswegen für mich sehr, sehr besonders. Ich zeige aber erstmal eine Sache, die nicht direkt aus dem Dschungel ist, aber auch damit zusammenhängt. Also die habe ich auch aus Papua mitgenommen. Die ist nicht direkt von den Einheimischen aus dem Dschungel, sondern die ist quasi aus dem aus der Hochlandregion. Also ich war ja erst in Papua im Hochland und bin dann später nochmal ins Tiefland geflogen, wo wir dann noch tiefer drin waren. Und das ist hier quasi aus dem Hochland. Und wer rät, was das Ganze, was das für eine Abbildung ist? Was soll das darstellen? Also klar, ein Mensch. Übrigens auch sehr geil hier von hinten. Guckt euch das mal an, wie das geschnitzt ist. Das sieht übelst krass aus. Was hat das für eine Bedeutung? Was hat es damit auf sich? Was ist das? Ein Abbild von mir? Ja, fast. Und zwar ist das eine Mumie. Das ist eine Nachbildung einer Mumie von einem Krieger. Und diese reale Mumie habe ich mir dort angeguckt. Die sitzt tatsächlich in einer von diesen Hütten in genau dieser Position, also eine echte Mumie, mit bei diesem Volk. Die ist, glaube ich, über 300 Jahre alt. Das ist ein alter Krieger, der dort in der Region viele Kämpfe geführt hat und sehr bekannt war. Und das ist jetzt nicht, wie man sich das vorstellt, in einem Museum, in irgendeinem Raum hinter einer Glasscheibe, sondern du kommst dort, nachdem du durch den Dschungel läufst und Bilder und so weiter gibt es dann später auch auf Instagram. Flüsse überquerst, kommst du irgendwann in eine sehr einfache Siedlung und dann kommst du dann in ein Männerhaus, nennen die das, rein. Und da sitzt diese Mumie so einfach drin, am Feuer, seit 300 Jahren. Die sitzt da einfach, in der Hütte. Das ist krass. Und das war natürlich schon ein sehr bedeutender und heftiger Moment. Und deswegen habe ich mir die quasi auch als Erinnerung an diesen Moment, an diesen speziellen Moment, mitgenommen. Irgendwie auch gruselig, aber auch sehr spannend. Wurde die Mumie präpariert wie in Ägypten oder gar nicht? Die haben tatsächlich bei der Mumie die aufgeschnitten und die Innereien rausgenommen und dann wieder zugenäht. Und dann ist die so geblieben. Die ist nicht in irgendwelchen Mullbinden oder sowas. Die ist so, wie die da ist, hautmäßig da. Die ist komplett schwarz. Die Haut ist halt, das ist wie ein Stück Beef Jerky. Die steht direkt an der Feuerstelle und die wurde seit 300 Jahren vollgeräuchert. So, und ist dadurch halt irgendwie haltbar gemacht. Das ist ganz, ganz krass. Und die kriegt dann halt auch teilweise irgendwelche Gaben und die redet mit der und sowas. Ist heftig. Genau, und deswegen habe ich mir die mitgebracht. Abgesehen davon ist das natürlich schnitztechnisch schon auch wieder sehr, sehr krass gemacht, wenn ihr das hier so seht. Ne, auch wie der Rücken hier gemacht ist aus dem Holz. Sieht halt übelst krass aus. Genau hier unten, so sitzt die auch da. Und hier das, was aussieht wie ein Penis. Der Penis ist da drunter. Und zwar ist das ein, das tragen die da auch bei verschiedenen Völkern, ist ein Art Kürbis, wo die ihren Penis reinpacken. Der Hoden guckt dann unten raus und der Penis wird in den Kürbis reingeschoben und dann wird der hier oben am Baum festgemacht. Und so laufen die da tatsächlich auch alle rum. Also im Hochland größtenteils. Ich habe das tatsächlich auch hier so in den Hintergrund gepackt, weil die dann so ein bisschen angeleuchtet wird. Also ich finde, das sah eigentlich ganz cool aus. Okay, zweite Sache, die ich mitgebracht habe. Alles, was jetzt kommt, ist wirklich komplett tief aus dem Dschungel. Ne? Von indigenen einheimischen Völkern, muss ich sagen, von indigenen Völkern. Und zwar ist das eine Steinaxt von den Kuruwais, sehr, sehr bekannt. Und das Krasse ist, dass diese Steine, guck mal, ihr seht hier vorne auch, wie der geschliffen ist, die wurden damals auch viel krass gehandelt, weil dort im Dschungel gibt es ja gar keine Steine. Die wurden quasi aus dem Hochland über Träger reingebracht ins Tiefland
oder teilweise durch Flüsse angespült und dann wurden die über Wochen lang geschliffen, damit die diese Form machen. Vielleicht habt ihr so eine ähnliche Axt, zumindest vom Stein her, schon mal bei sowas wie Primitive Technology gesehen, da müssen wir zusammen angeguckt haben. Und das Krasse ist, im Endeffekt ist das hier, ne, eigentlich eine Art Baum, also vom Holz her. Das ist hier der Hauptstamm und dann geht hier einfach irgendwie ein Ast weg. Und das haben die quasi abgespalten, dadurch haben die den Griff. Und das hier oben, mit dem die das fixiert haben, damit bauen die alles. Und zwar ist das Rattan. Kennen wir von irgendwelchen Rattanmöbeln oder sowas. Mittlerweile ist das ja auch im Gartenbereich oft so eine Kunststoffnachbildung. Aber das ist ultra stabil und das ist quasi die Schnur schlechthin. Das hängt da im Dschungel rum, das ist teilweise 10, 20 Meter lang, kannst du abcutten, bla bla bla. Und das bricht nicht, das ist völlig krass, das kannst du knicken, das kannst du knoten, das ist so krank stabil. Du kannst dich gefühlt an eine so eine Faser hier, ne, die irgendwie so, keine Ahnung, einen halben Zentimeter dick ist, kannst du dich halt einfach ranhängen, das ist heftig. Genau, das ist halt eine Steinaxt, das ist eine sehr kleine, die haben die auch viel, viel größer, aber ich wollte eher was Kleines haben, Beilartiges. Und damit fällen die teilweise Bäume. Ne? Die fällen damit Bäume, die spalten damit den Schädel von Schweinen, von Wildschweinen, die graben damit um, die durchtrennen etwas. Ich weiß tatsächlich nicht, ob sie das auch als Waffe benutzt haben, aber das ist eine klassische Steinaxt der Kuruwais. Dann machen wir weiter, bevor wir zum Highlight kommen, beziehungsweise finde ich, das ist für mich auch schon ein Highlight, und zwar ist das nicht nur ein Brett, sondern das ist ein Schild. Und da sieht man auch, wenn ich das nämlich umdrehe, das ist, seht ihr das, aus einem Stück Holz. Hier hinten ist ein Griff dran und das Ganze ist, das ist aus einem Baumstamm. Das ist völlig krank. Guck mal, so seht ihr das, glaube ich, ganz gut. Einfach rausgeschnitzt, wahrscheinlich über Tage oder Wochen. Und es gab eine Situation, wo wir in eine neue Siedlung gekommen sind, wo noch auch so ein Schild da stand, auch ein bisschen größer war das, aber auch gleiche Muster, gleiche Farben. Und das hat uns ein Einheimischer quasi gezeigt und demonstriert, hat damit getanzt, da drauf geschlagen und ja, war damals auch ein sehr kriosches Volk. Das fand ich natürlich sehr, sehr krass, auch als Erinnerung mitzunehmen, weil es halt auch natürlich so was Großes ist, ne? Einfach ein Schild. Hier vorne verziert. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie die Färbung hier hinbekommen haben. Sieht man auch, was die dafür für irgendwelche Pflanzen oder sowas genommen haben, um diese Färbung hinzukriegen. Aber auch diese ganzen Musterungen, die ihr drauf seht, ne, die sind nicht nur gemalt, die sind komplett geschnitzt. Ja, guck mal, hier seht ihr das jetzt so ein bisschen, ne? Das ist quasi alles komplett auch Vertiefungen. Alles, was ihr seht, das geht hier richtig so rein, ist richtig rausgearbeitet. Genau, das ist das Schild. Und jetzt zeige ich euch mein absolutes Highlight. Und zwar war das in diesem ganz, ganz langen Paket drin, was ich bei Instagram gezeigt habe, wo viele meinten, ich habe mir ein Didgeridoo mitgenommen. Aber nein, ich habe mir was Krasseres, Geileres mitgenommen als Erinnerung. Und zwar zwei Bögen. Und jede Menge ultrakranke Pfeile. Und die werde ich euch alle mal im Detail zeigen, weil das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Der eine ist ein bisschen kleiner, der Bogen, der eine ist ein bisschen größer. Ne? Das Ganze ist hier, das ist auch benutzt. Ne? Das ist, also ihr braucht das nicht vorstellen, dass die jetzt da irgendwie in der Reihe stehen und dann sagst, so, ich kaufe mir jetzt hier mal einen Bogen. Sondern mit diesen Bögen rennen die da halt den ganzen Tag rum. Die haben die den in der Hand. Und dann haben die immer so 4, 5 Pfeile hier vorne dran. Die haben auch keinen Köcher. Nehmen die, bupp, schießen die. Ich war bei der Jagd mit dabei. Ich habe gesehen, wie die mit diesen Bögen Tiere getötet haben. So, das habe ich mehrfach live gesehen. Da gehe ich auch nochmal auf die Spitzen gleich drauf ein, was da wofür ist. Das ist völlig krank. Und das Heftige ist eigentlich, der Bogen an sich hier, ne? Der ist aus irgendeiner speziellen Palme oder sowas. Ist auch geil gearbeitet. Ich meine, guckt euch das an. Das ist hier, das geht richtig da spitz zu und so weiter, ne? Aber das Heftige ist eigentlich die Sehne. Weil die Sehne ist einfach wieder Rattan. Das ist genau das gleiche wie bei der Axt. Und zwar, guckt mal hier oben, seht ihr auch, wie das verknotet ist. Seht ihr das? Das ist einfach, das ist eine, das ist Holz. Und das ist brutal. So, ich will das jetzt hier nicht machen, ne, weil ich auch Angst habe, weil das vielleicht auch wegen der Luftfeuchtigkeit jetzt nicht mehr so, ich will es einfach nicht kaputt machen. Aber das Ding hier, spannen die halt bis hier rein, ne? Aber wir haben halt im Dschungel auch eine hundertprozentige Luftfeuchtigkeit und ich weiß nicht, ob die Sachen hier, um sie dann wirklich zu benutzen, ist mir aber zu riskant, ob die dann zu trocken wären.
Da sind die zwei Bögen und jetzt gehen wir auf die Pfeile. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich wie bei den Pfeilen anfangen soll. Ich habe es ein bisschen übertrieben, aber ich wollte jede Art von Pfeil da haben. Weil die haben alle, ja, spezielle, wie sagt man das? Merkmale, Eigenschaften, wofür die sind. Fangen wir mal, womit fangen wir denn an? Das hier ist quasi die traditionelle Variante. Also generell, der Pfeil ist aus Bambus. Der hat hinten auch kein Schlitz irgendwie drin. Der hat auch keine Federn, nichts. Der ist, wie er ist. Und der hat hier vorne quasi eine Art Klinge drin aus größerem Bambus. Das ist ja ein feiner Bambus, der ist quasi wie ein Zylinder. Und hier ist eine Ecke aus so einem richtig großen Stück Bambus raus. Angeschärft, das ist, Leute, damit, es ist krass. Die haben, ich habe es gesehen, wie die mit Bambus einfach ein komplettes Schwein zerlegt haben. Einfach mit so einem Stück Bambus, der quasi irgendwie scharf war an der Seite, haben die das Schwein filetiert, komplett auseinandergenommen. Mit Bambus, das ist krass. Weil das gerade gefragt war, Thema Abkaufen und so weiter. Ja, jein. Das Ding ist, dass teilweise immer mal wieder die natürlich Kontakt haben oder einige Leute aus den Siedlungen dann Tage weiter in Richtung ein wenig Zivilisation laufen und so weiter, wo es dann doch mal auch was gibt. Und ein großes Thema, wo die halt drauf abgehen, ist tatsächlich Tabak. Tabak und Rauchen, ne? Da, das ist so das Hauptding, was die feiern. Und darüber funktioniert es dann quasi. Was auch richtig heftig ist, ist einfach diese Wicklung hier schon wieder. Mit irgendeinem, ja, keine Ahnung, Naturmaterial. Ich weiß nicht, ob das wieder Rattan ist. So, und diese Art von Pfeilen ist tatsächlich für Wildschweinjagd. Ne? Um wirklich einen großen Kanal reinzuschießen. Manche haben auch, die sind ein bisschen neumoderner, diese Pfeile hier. Allerdings ist das Metall und das ist halt, das haben die sich halt organisiert. Ne? Das hat dann wieder, so wie die halt manche da Tabak haben und irgendwie rauchen, obwohl die auch eigene Tabakpflanzen haben, hat halt irgendwer dann mal über Tauschgeschäfte, was auch immer, Metall dort hinbekommen und dann basteln und klöppeln die sich dann solche Pfeile damit. Genau mit diesen Pfeilen, also nicht mit dem, aber mit dieser Art von Pfeilen war ich auch auf der Jagd mit dabei und da haben die auch ein Wildschwein miterlegt. Es ist schon brutal. Ne? Also wenn du den Pfeil hier abkriegst, auch alles angeschliffen, das ist Feierabend. Sag ich euch, wie ist das? Das ist wie ein Messer. Wenn dir das in den Körper rammt, hast du da einfach einen Schnittkanal hier noch mit so einer Kerbe drin, damit das Blut da rausläuft, mit so einer Blutrinnenkerbe. Das ist heftig. So, das ist die erste Art von Pfeil. Tatsächlich weiß ich gar nicht, wofür die genau genutzt werden, ob das teilweise Vogeljagd ist oder nicht, aber das ist einmal einer mit sehr vielen krassen Widerhaken, der ist aus Holz, aber ich finde allein schon die Technik, wie das geschnitzt worden ist, das ist, glaube ich, für die viele jetzt gar nicht so nachvollziehbar, die sehen halt einfach jetzt ein Stück Holz mit irgendwelchen Kerben dran, aber ich habe das komplett analysiert, quasi wie die das hinbekommen haben, damit die diese Art von Kerben da überhaupt so reinkriegen. Und da habe ich auch mal Bock, das selbst auszuprobieren. Das sind halt Widerhaken. Wenn du da mal reinschießt, so, das Ding steckt halt fest. Und das Gleiche, nochmal ähnlich, auch ein sehr geiler Pfeil, muss ich sagen, beziehungsweise Pfeilspitze, ist ein Knochen von einem straußartigen Vogel. Ich glaube, Kasua oder so hieß der. Das ist aus einem Ober- oder Unterschenkelknochen geformt. Auch hier wieder brutalste Widerhaken, Alter. Das ist scharf wie Sau. Wenn du das im Körper drin stecken hast, du bist am Arsch. Ja, wenn das drin ist und du willst das raus, boah, komm, rausziehen, der Knochen, das wird auch nicht rei, also wird nicht brechen. Selbst wenn, hast du auch ein Problem. Aber das ist halt, ich habe mir die tatsächlich geholt, weil ich es halt einfach tatsächlich vom rein handwerklichen sehr, sehr spannend finde, wie die Sachen erstellt, geschnitzt, verbunden haben und sowas. Die haben halt hier teilweise auch manchmal so richtig krasse Verzierungen drin. Guck mal da. Heftige Verzierungen. So. Und jetzt kommen wir zu einer Art von Pfeilen, die, glaube ich, von der Optik her am heftigsten sind. Rein optisch gesehen. Und das sind die Fischpfeile. Ich habe da vier verschiedene. Den fand ich hier eigentlich sogar eher ganz witzig. Guckt euch den mal an. Ich habe mir die auch teilweise mitgenommen, um dann wirklich mal zu gucken, wie die manche Sachen machen, woraus die gebaut sind. Ja, das ist ja auch ein Ast, der so gewachsen ist und dann angespitzt worden ist. So, der sieht aber schon auch brutal aus. Aber der ist gar nicht
So krass. Dann haben wir noch den hier. Finde ich ganz spannend. Das ist, ist scharf doch, ist aus Bambus mit ein paar Widerhaken. Aber, und das finde ich ganz spannend, hier vorne ist auch wieder sowas eingeflochten in einer Detailarbeit. Guckt euch das doch mal an. Allein das hier, dieser Ring, das ist heftig. Und auch bei diesem Ring, das, oder was ich so interessant daran finde, ist, hier guckt ja nirgendwo einen Schniepel raus, wo du sagst, da haben sie noch einen Knoten reingemacht. So, das ist alles so, das ist halt richtig geile Handwerkskunst. Und das ist halt realer, echter Scheiß, mitten aus dem Dschungel. Ich bin völlig ausgerastet vor Ort. So, jetzt kommen wir in einen, der noch mal ein bisschen heftiger ist. Das ist nämlich hier schon ein Vierzack. Ich glaube, der eine wird schon abgebrochen sein. Die haben sie nochmal angespitzt. Auch hier wieder, guckt euch an, wie das Ganze verbunden ist. Boah, brutal, Alter. Kann das Leder sein? Nee, Leder ist hier nirgends. Das ist kein Leder. Das ist alles irgendeine Art Rattan, Palme. Wenn ich es mir angucke, sieht das auch aus wie Rattan, nur in ganz dünn und klein. Und jetzt kommt einer, finde ich, der krassesten Pfeile von der Optik. Guckt euch das Ding an, Alter. Holy moly. Das ist. Was ist das? Das ist halt vollkommen irre, das Ding. Auch wieder mit Widerhaken hier zwischengebunden. Das ist der Wahnsinn. Riechen die streng? Naja, gut, ich bin erkältet. Die riechen nach Rauch und Feuer. Und das riecht wie Bushcraften. Wie wenn du eine Woche lang Bushcraft und ein Wochenende Bushcraft machst und in deiner Jacke riechst. So, und dann kommen wir jetzt zu Pfeilen. Und die sehen auf den ersten Blick ein bisschen unspektakulär aus, aber sind wahrscheinlich geschichtlich die heftigsten Pfeile von allen. Was sind das für Pfeile, Chat? Ratet mal. Giftpfeile? Nein. Nee, keine Giftpfeile, aber es wurde gerade schon richtig gesagt. Das sind tatsächlich Menschenpfeile. Und hier oben bei dem sieht man es nämlich schon. Diese Pfeile sind in verschiedene Segmente eingeteilt. Ihr seht, das sind quasi immer so drei Spitzen mit jeweils Verjüngung. Ne, da erkennt das ein bisschen. Und ihr seht, dass überall so eine Spirale eingeschnitzt ist. Und zwar sind das Sollbruchstellen. Weil es darum geht, dass wenn man denjenigen damit trifft, den Mensch, dass dann möglichst an dieser Sollbruchstelle das abbricht und dann das Ganze im Körper drin stecken bleibt. Ja? Ich meine, ihr kennt es selbst von was ich, irgendwelchen Dokumentationen, wie auch immer, irgendwelchen Kriegsberichten, dass ja auch Kugeln, Geschosse immer rausoperiert werden, weil der Körper damit nicht klarkommt, Fremdkörper. Und genauso ist es hier. Wenn das im Körper drin bleibt, entzündet sich das. Das sind halt tatsächlich Menschenpfeile und damit rennen die halt auch rum, ne? Ich meine, ich lach gerade so. Ich bin aber auch wieder heile zurück. Aber das ist schon heftig. Also, wenn ich mich recht erinnere, die hatten meistens so zwei Schweinepfeile dabei. So um die vier, fünf Menschenpfeile und meistens noch so ein Fischpfeil. Und das hatten die dann. Das hatten die quasi so. Und so sind die da den ganzen Tag mit rumgelaufen. Egal, wo die waren. Die hatten immer das Ding in der Hand. So. Einfach. Und wenn dann eine Situation kam, und die Situation kamen, dann haben die das Ding einfach hier genommen, fupp, rauf und tsch. Aber die haben die anderen Pfeile immer hier vorne gehalten. Es gibt keinen diesen Indianerköcher, ich ziehe das hinten raus oder ich habe so einen Köcher an der Seite oder sowas. Sondern die haben die einfach gehalten und dann. Kleine Geschichtsstunde mit ja, dem einen oder anderen Mitbringsel, was ich hatte. Okay.